Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit Winfried und wollen heute mal einige Truhen öffnen. Kisten. Wir wollen heute einige Kisten öffnen natürlich. Hilp hat mir was geschickt, Ironman hat mir was geschickt. Wir haben noch weitere Kisten, die wir öffnen wollen. Ich habe noch, was habe ich denn geöffnet? Noch eine große Kiste, noch eine magische Kiste. Wir gucken erstmal, was der Hilp gemacht hat. Er Drillinge und die Steinstatue, er hat noch eine Goldkiste, er hat noch die Siegeskiste, er hat eine magische, er hat eine mythische. Es sind richtig viele Kisten, danke auf jeden Fall. Und wenn denn dann der Android-Release mal da ist, ihr könnt mir übrigens jetzt auch schon Kisten schicken. Nur ich weiß, bei iOS ist das ein bisschen schwieriger, bei Android wird das dann ein bisschen einfacher werden. Und da müssen wir noch ein bisschen warten und oh, er hat eine epische Karte in seiner Siegeskiste. Da gucken wir natürlich mal drauf. Und an die Leute, die schon spielen. Wie macht ihr das? Wenn ihr eine Kiste öffnet, nehmt ihr auch die epische Karte, wenn ihr eine gezogen habt, dass ihr die als letztes rumdreht? Macht ihr das oder macht ihr das anders? Wir gucken jetzt erstmal auf die magische noch. Oh, nur wieder eine epische. Er hat schon wieder eine epische Karte drin. Ah, nicht schlecht. 60 mal die Skelette, was hat er noch drin? Als selten hat er die Steinstatue und als episch hat er den Skelettkönig. Das ist gut. Aber jetzt will er natürlich, in der mythischen will er natürlich eine Legendary drin haben. Hat er das Glück oder hat er das Glück nicht? Nein, er hat's nicht. Aber egal, er hat's nicht und jetzt, er macht das, so wie ich das auch mache, immer der Reihenfolge, also aufsteigend. Erst die normale, dann die seltene und dann die epische. Er hat jetzt schon mal den Golem 360 mal gehabt, was nicht schlecht ist. Also der Golem ist nicht schlecht. Der Golem ist wirklich nicht schlecht und das Mana-Ritual 15 mal ist okay. Ich würde mich da jetzt nicht ärgern über das Mana-Ritual und über den Golem würde ich mich auf jeden Fall auch nicht ärgern. Ist halt ärgerlich, dass er keine Legendary gehabt hat. Und wir gucken jetzt mal bei Iron Man, dem alten Iron Man. Was hat denn Iron Man in seiner mythischen? Auch keine Legendary. Ah, ärgerlich. 83 mal den Pirat. 317 mal den Bogenschützenstamm. Okay. Mana-Ritual ist nicht schlecht. Du hast zwar keine Legendary, aber es ist nicht schlecht. Er hat noch eine, passt mal auf, er hat mir noch eine geschickt. Ach komm, wieder kein Legendary. Er wartet sehnsüchtig auf den Extrakristall. Den hat er leider noch nicht gekriegt. Hat er ihn hier drin? Es ist eine seltene Karte, der Extrakristall. Oh, Spannung steigt. Nein, Windstoß. Windstoß mag ich persönlich gar nicht. Aber es ist, wie gesagt, jeder spielt natürlich mit was anderem gerne. Da ist man ja dann auch flexibel. Und jetzt gucken wir mal bei mir. Ich habe nämlich noch die Siegeskiste und wir wollen natürlich dann gleich, oder beziehungsweise ich habe noch die große Kiste geöffnet und noch eine magische Kiste geöffnet. Und dann werde ich euch gleich noch ein, zwei, drei Spielchen zeigen und wir werden noch ein bisschen drüber reden, über zukünftige Entwicklungen dieses Spiels, über Decks, über den Metamorph, über Kisten, über euch, über mich, ach, über alles. Ich hab den Drachen zwar drin, allerdings habe ich mich dann dazu entschlossen, ihn nicht zu kaufen. Wir öffnen jetzt mal die große Kiste, leider keine epische drin, aber ist egal. 107 macht mal den Golem, das kann ich übrigens sehr gut gebrauchen. Den Pirat nicht. Pirat spiele ich aktuell gar nicht. Ich spiele aktuell ein sehr teures Deck. Ich merke auch, viele meiner Gegner spielen aktuell auch ein teures Deck. Das macht es eigentlich lustig, denn dadurch sind die Spiele meistens immer so ein bisschen enger und auch ein bisschen länger. Okay, wir haben jetzt in der magischen Kiste auch eine epische drin. Ich öffne das jetzt auch wieder in aufsteigender Reihenfolge und ich habe es in aufsteigender Reihenfolge geöffnet. Der Pirat, 15 Mal, den ich gar nicht brauche. Und als epische den Magier, naja, brauche ich nicht unbedingt eigentlich. Nehme ich aktuell auch nicht. Aber man weiß ja nie, wie die Balance Changes sich dann da noch entwickeln. Und ja, wir wollen noch ein bisschen reden. Ich persönlich hatte eigentlich gedacht, es würde jetzt schon, würden die Freundschaftsspiele schon kommen. Ich hatte ja irgendwie war von der ersten Hälfte von Februar ausgegangen, weil mir das so gesagt wurde. Jetzt haben wir Ende Februar, sie sind immer noch nicht da. Ich bin mal echt gespannt, denn sie fehlen schon. Ich würde so gerne gegen meine Clan-Kollegen mal ein Spielchen machen oder so. Ich würde da so gerne mal spielen, aber irgendwie ist mir das aktuell nicht vergönnt. Und wir spielen jetzt übrigens gegen den Jeff von Fist of War. Beziehungsweise ich habe gegen den Jeff gespielt und ich kann noch ein bisschen noch erzählen zu meinem Deck. Ich habe tatsächlich den Metamorph wieder drin, aber nur einmal. Ich habe ihn nur einmal drin. Ich habe mich dann doch mal noch für die Pfeile entschieden, falls mein Gegner wirklich ein günstiges Deck spielt oder ein Rush-Deck spielt oder ein Wiederbelebungsdeck spielt, dann kann das nicht schaden. Und jetzt nehmen wir den Engel und oh, er setzt da oben die Skelette hin. Das ist natürlich für mich jetzt gar nicht so gut. Ich habe noch die Pfeile, er setzt die Bombe unten hin. Ich habe die Bombe gekriegt. Die Bombe ist natürlich sehr gut für mich, die kostet mich nur 2 Mana. Ist schon ganz gut. Wir kümmern uns jetzt immer noch um die Stadt. Okay, das ist zum Beispiel jetzt ein Wiederbelebungsdeck, was er spielt. Ist allerdings gar nicht so schlimm, denn... Ah, ich hab den Henker. Der war natürlich Gold wert jetzt an dieser Stelle. Okay, Wiederbelebung. Und dann zusätzlich noch den den Bogenschützenstamm. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Was macht er jetzt? Ich hab jetzt extra auf... Okay, ich hab... Ah, okay.
Ich habe den Drachen gesetzt. Warum? Ich, manchmal, wenn man sich so die Spiele anguckt, dann fragt man sich auch so, warum tut man das? Ah, okay, da habe ich Pech gehabt. Der hat da noch mit dazu gezählt, die Skelette. Jetzt kommt, was kommt oben? Ah, das Feuer. Das Feuer kann ich wunderbar setzen oben, zack. Er kann aber allerdings wieder, es kann schon wieder beleben. Das macht meinem Drachen allerdings gar nichts aus. Noch den Henker hinterher, aber unten Henker nach unten. Er kann wieder die Skelette wiederholen, bringt aber gar nichts. Und jetzt habe ich gewartet natürlich, bis seine Skelette tot sind. Ja, da kommt genau der Bogenschützenstamm. Und mein Metamorph ist nur ein Skelett. Was ein bisschen ärgerlich ist. Was wirklich ein bisschen ärgerlich ist. Da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Aber das Spiel war schon durch. Das Spiel war schon durch. Wir sehen das jetzt oben, bevor überhaupt was passiert. Der Drache sieht so geil aus. Guckt euch mal, wie geil der Drache aussieht. Er war noch am Feuerspein. Und wir haben das Spiel schon gewonnen und haben noch ein bisschen Gold bekommen. Allerdings habe ich ja die Kistenslots leider alle voll aktuell. Von daher, na, sind die Spiele nur aus Spaß. Dafür wären eigentlich die Freundschaftsspiele mal ganz gut. Und auch vor allem das Teilen von Wiederholungen. Teilen von Wiederholungen und Freundschaftsspiele. Freundschaftsspiele eigentlich noch davor. Freundschaftsspiele wären das, wären erstmal jetzt der nächste Schritt, wo ich sagen würde, das wäre geil, weil man dann einfach nicht immer spielen muss, wenn man die Slots voll hat, denn das ist im Grunde ja dann auch Verschwendung. Das war gerade übrigens ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt erstmal den dunklen Ritter weggeschmissen, weil er mir jetzt nichts genutzt hat in diesem Sinne. Okay, Ork-Krieger gegen den Krieger. Ich setze jetzt wahrscheinlich den Engel hinterher, dann Engel hinterher und den Metamorph. Metamorph kannst du dann jetzt auch wieder knicken, denn was soll ich da tun? Ich weiß nicht genau, warum ich den Engel nicht gesetzt habe. Wenn man sich das so im Nachhinein anguckt, fragt man sich dann so, wieso hat man den nicht gesetzt? Es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, ich denke mal, der Ork-Krieger hätte die Skelette down gekriegt. Und jetzt hatten wir endlich mal, können wir den Metamorph mal richtig setzen. Ah, göttlich. Da muss ich jetzt aufpassen. Der ist nämlich jetzt wirklich kurz vor knapp gewesen, mein Schlammelementar. Das war Sahne. Da habe ich richtig Sahne gehabt, dass gerade im richtigen Moment ich noch den Engel setzen konnte. Denn jetzt kann der Schlammelementar noch überleben. Sein Schlammelementar ist tot. Er setzt den Ork-Krieger, der ist jetzt allerdings auch gleich kaputt. Er setzt die Heilung der Natur, seine Burg hat ein bisschen mehr Trefferpunkte bekommen. Wir haben jetzt den Henker. Und ich habe echt teilweise wirklich Pech gehabt mit dem Metamorph. Also die Karte ist so mega lustig. Muss man wirklich sagen. Teilweise habe ich dann eine Sekunde zu spät gesetzt. Und da zum Beispiel jetzt. Ich setze sie eine Sekunde oder eine Millisekunde zu spät und ich kriege ein Skelett raus. Und da musste ich diesen Smiley machen. Das ist, Alter, das war so ärgerlich. Aber wir haben den Blitz und können uns um die Bogey Queen kümmern. Sind ja zumindest schon mal ein bisschen durch. Er hat natürlich durch die Heilung der Natur immer noch einen leichten Vorteil. Aber dadurch, dass wir durch sind, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Doppelter Henker. Nicht schlecht. Doppelter Henker und jetzt setze ich auch einen Henker in die Mitte. Aber dadurch den Engel. Da bräuchte er zum Beispiel das Feuer. Ne? Das Feuer, dann hätte er meinen Engel richtig schnell kaputt gekriegt. Und so sind wir jetzt schon durch. Und wenn ich einmal, das ist das Geile mit dem Deck, nur einmal richtig durch bist, du kannst ordentlich Feuer machen. Das war's. Oder? War es das? Ja, das war's. Wir haben gewonnen und auf jeden Fall ein gutes Spiel von Marvel, von T-Bone, von dem Clan Marvel. So, von Marvel, von Fred. T-Bone von dem Clan Marvel. Und jetzt spielen wir gegen den Patrick, oder ich zeige euch das Spiel gegen den Patrick von Art of War 2. Zum Beispiel wieder ganz gut. Extra Kristall setze ich erst, nachdem ich den dunklen Ritter weggeschmissen habe, weil ich ja dann nie weiß, was ich noch kriege. Ich habe jetzt zum Beispiel den Drachen noch gekriegt, dann hätte ich zweimal diese mega teure Karte auf dem Spielfeld gehabt. Und jetzt habe ich gehofft, das weiß ich noch, ich habe gehofft, dass ich jetzt aus dem Metamorph den Schlammelement herauskriege. Aber in diesem Fall, oh, da habe ich so Sahne gehabt, hätte ich die eine Millisekunde später diese Karte gesetzt, er wäre ein Skelett geworden. Und das wäre mein Tod gewesen. Ganz witzig übrigens, wenn du den Metamorph setzt und du hast keine Karte auf dem Spielfeld, Frage an euch, was passiert dann? 3 Sekunden Zeit zum Antworten. 3, 2, 1, die Auflösung, er löst sich einfach auf. Ist mir nämlich auch schon passiert. Ich habe den Metamorph gesetzt, meine Karte war vorher zerstört worden und der Metamorph hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich hätte das nicht erwartet. Also ich hätte so überlegt, wenn der Metamorph dann einfach... Wenn keine Karte von dir oder dem Gegner auf dem Spielfeld ist, was passiert dann? Ich hatte gedacht, entweder es passiert gar nichts, er verschwindet, oder er ist halt einfach der Metamorph selber. Aber das kann er nicht. Zumindest haben das die Entwickler sich so gedacht. Dass er einfach verschwindet. Er ist einfach weg. Und unten kann ich jetzt nochmal schön den Golem hinsetzen. Ja, ist wieder so ein etwas günstigeres Deck, was er spielt. Er hat das Match verlassen. Ich weiß nicht genau warum, aber allerdings will ich jetzt auch nicht über ihn urteilen oder so. Keine Ahnung, vielleicht wollte er nicht mehr oder vielleicht musste er weg oder so. Ist mir auch schon passiert, dass ich dann irgendwann
Hatte ich auch keinen Bock mehr, da habe ich einfach aufgegeben. Das ist das Gute bei diesem Spiel, wenn du dann aufgibst und du machst was, du schließt die App und gehst wieder neu rein, dann läuft das Spiel nicht weiter für dich, dann kannst du sofort wieder ein neues Spiel machen. Das ist besonders beim Droppen der Pokale sehr, sehr hilfreich. Da musst du halt bei Clash Royale immer warten und so weiter. Das geht hier viel schneller. Du hast dann instant verloren. Das finde ich schon mal eigentlich ganz, ja, also seine Vor- und Nachteile, ne? Wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Episode. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Gratis hier in der Beschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.